Ich habe es ihm noch erlaubt, wir sind im Urlaub, weißt du. Okay. Beide sind tot. Liegen beide oben? Ich habe nur einen gesehen. Okay. Wen hast du Ich reported? habe Jazz, Jazz ne? reported. Der Okay. liegt quasi auf dem Weg von Laps in den darunterliegenden Raum, diese Dusche. In die Dusche. Ja, es waren auf jeden Fall zwei Leute angezeigt im Ja. Lab gerade. Also mein Problem ist, Mathis steht oben am hier Fernrohr, Teleskop, was auch immer. Ja, Aber die Leichen liegen wenn schon mir da tief. helfen kann, ich finde die komischen Kometen nicht. Welchen hast du denn angezeigt, ganz kurz? Ja, den so einen schwarzen. Mit Schweif? Nee, ohne. Musst du weitersuchen. Da musst du suchen. Kann ich dir gerade auch nicht sagen, welchen du meinst. Die sind eigentlich immer recht groß. Okay, wo ist Cyber? Wo ist Kira? Cyber steht in O2. Regina steht an den Gasflaschen. Ich bin dann hoch zum Ja. Baum und irgendjemand war da noch mit uns. It's me, also Kiri. Okay. Kiri war Ich da noch, wir haben bin. nämlich zusammen gefixt. Genau. Ja, okay. Ich bin ohne Upload gegangen, einen Tank aufzufüllen. Aber, Hat irgendwer Ferdi gesehen? ja, Wo? bei Lights Out war der, glaube ich, auch an hier Vitals. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ist der denn nicht zufällig über den Weg? Nee, bei mir kam keiner. Okay. Bin ich noch nicht so 100% Nee, also mit koscher, bei aber. mir kann keiner gekommen sein, weil ich bin oben von dem Labyrinth gekommen und bin dann runtergelaufen an Vitals ran. Und den Weg bist du ja auch hoch zum Lab, weil ich Ja. bin, als du reported hast, stehe ich quasi auch gerade am Lab-Eingang wieder, weil Ja, ich eine war unten. Frage. Wer ist in der Dekon? Wurde Ferdi vielleicht in der Dekon abgelegt? Ich Ich bin möchte in meinen kurzer Verdacht Nacht. aussprechen. Ja, tu's. Also Ja. außer Regina sind für mich alle sus. Außer Regina. Ja. Habt ihr euch lieb? Wir lieben uns. Ne, ich Ey, glaube, da ey, ist Jess und ey, ey, Ferdi Jascha, lassen Jascha, ganz wir kurz. Waren beide bei dir schon tot, als du auf Live reingeguckt hast? Also ich möchte jetzt nur die Position von Vanessa hören. Erstmal. Weil? Wo bist du? Warum willst du nur meine hören? Weil er alle Weil gesehen hat. ich die anderen gesehen habe. Ja, mich hast du auch gesehen. Ja, aber wo bist du? Ich bin im Storage. Okay. Und du bist Mathis Jascha, wo bist hinterhergerannt. du? Ich bin gerade fast vor Admin, aber ich bin die ganze Runde durch Electrical O2 gerannt. Hab da alle Türen auf dem Weg aufgemacht. Also da war eine Menge Zeit. Okay, Cyber habe ich gesehen. Kira und Regina stehen zusammen Bei am der Rakete. Bohrer. Ja, Genau. ich bin gerade da weg. Also ich bin jetzt auf dem Weg runter zu Storage gewesen. Also nicht Storage, wie heißt das? Office. Das Aber der Problem ist, Mathis ist ich doch habe. gerade noch an mir Ja, pass auf, vorbeigelaufen. ich habe jemanden im Fenster vom Storage gesehen. Wenn das so ist, dann fällt Cyber für mich raus. Kira und Regina stehen zusammen am Bohrer. Dadurch, dass ich nicht weiß, wie alt der Kill ist, könnten es Jascha und Kiri sein.
Wo liegt denn der Mattes jetzt? Ich habe das noch nicht richtig. Im oberen Lab. Der wollte seine Planeten nochmal suchen. Du bist doch Mattes hinterhergelaufen. Nach dem Reaktor-Call. Als erstes, stimmt. Mattes hat auf dem oberen Rechner. Ja, ich bin gar nicht in. Genau, ich bin aber dann runtergelaufen und dort hat mich Cyber gecrossed. Korrekt. Und ich stehe jetzt am Admin-Table. Genau, und als ich wieder hochgelaufen bin, bin ich an den Zweien vorbeigelaufen, am Bohrer, und bin dann weitergelaufen Richtung Reagenzien abholen. Und dort liegt er auf dem, Teleskop? Teleskop. Ja, ist das. Der kann doch nicht lange tot sein, der ist vorhin an uns vorbeigelaufen. Also kommt für mich nur kommen für mich nur noch Yasha und Kiri in Frage. Wie komme ich bei dir da auf die gleiche? Weil du der Einzige bist, der nicht gealibiert ist. Kiri und Kira müssten gesehen haben, wie ich Electrical Ramp bin, aber okay. Oh, nice. Also ein Imposter ist auf jeden Fall tot. Viper ist gerade hoch zu mir gekommen und ich habe so gedacht, okay, der Nächste, der jetzt zu mir hochkommt, den töte ich. Also jetzt gleich sterbe, wir haben noch aber Viper war auf jeden Fall irgendwas Böses. Ja, Opti. Jirina ist aber auch gestorben, also wer hat die gesehen? Viper muss nicht unbedingt was Böses gewesen sein. Ja, als Sheriff Jester kannst du erschießen, einen Imposter kannst du erschießen, einen Jackal und einen Spy kannst du auch erschießen. Ne? Aber wir sind zu viert. Müsste zu Ende sein. Es ist auf jeden Fall ein Böser raus. Ja. Was auch Sinn macht, weil er halt auf mich geschossen hat. Würde ich mich eigentlich rausnehmen aus der Gleichung, aber whatever. Das Doof, wenn ich jetzt gerade sage, könnt ihr nochmal wiederholen, was ihr besprochen habt? Ich musste gerade weg. Irina ist gerade gestorben. Ich bin der Sheriff, habe gerade Viper erschossen. Weil ja, ist halt die Frage, hat Viper denn Irina gekillt oder einer von den anderen beiden? Weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass ich gerade als Sheriff geschossen habe. Und an welchem Reaktor standest du? Rechts. Ja, ich stand links. Kiri? Warum hast du nicht draufgedrückt, Kira? Weil ich kurz geguckt habe, ob jemand links kommt. Also, dass da halt 1 von 1 draufsteht. Ich war kurz drauf und hab... Und dann habe ich halt geguckt, hochkommt. Dann habe ich halt Viper gesehen und habe halt... Warte. Dann kam halt Viper hoch und ich bin halt rausgegangen. Und wahrscheinlich in dem Moment hast du das dann wahrscheinlich... Weil ich halt... wollte ihn halt killen, beziehungsweise ich wollte halt mich saven. Also, wenn ich dann umgefallen wäre, wäre es jetzt auch. Viper war evil, glaube ich, ja. Aber ich glaube, dass Irina von dem anders gekillt wurde und den müssen wir finden. Ich glaube, dass Viper und Cyber es waren und Cyber und Viper sich nämlich eben in der Runde davor gedeckt haben. Es dann schön auf Yasha und mich schieben wollten und... Es sind 4, ich würde es Ich habe ihn wirklich unten gesehen und stand wirklich am Admin-Table. Mehr kann ich nicht sagen. Das hat mit Decken nichts zu tun. Sorry, oh, ich hatte so Pillenschiss. Wenn ich jetzt umgefallen wäre, wäre die Runde zu Ende. Das war dumm. Das war so richtig dumm gelaufen für dich. Bullet abgefangen. Das war ja. So witzig. Das war so richtig dumm gelaufen. Was soll das? Sehr nice. Tut ihr mir das an? Das war richtig optimal. Vor allem Yasha, du warst so close daran zu gewinnen. Nein. Hier.
Wow, hey, Gentleman's Agreement, hallo. Mich muss irgendwer gecursed haben. Also jetzt mal ganz kurz, Gentleman's Agreement, ich weiß nicht, ob alle es wissen, aber innerhalb der ersten 10 Sekunden hatten wir gesagt, passiert nichts. Also nach den ersten 10 Sekunden. Also, Möglichkeit 1. Sheriff Schuss. Oh, nicht schon. Ah, ja, stimmt, es warum, ist ja. Warum hätte er da auf mich schießen sollen? Weil er sich als Sheriff verkleidet hat. Guck ihn doch mal. Also, okay, fairerweise, es würde zum Ort passen, weil es ist halt Storage. Aber halt, ja. Er ist halt an mir geplatzt, so viel kann ich sagen. Und es reicht, glaube ich, nicht zeitlich für einen Vamp, aber es würde theoretisch zeitlich für einen Bait Ding reichen. So. Ja, Bait kann es auch sein, klar. Dass er Sheriff ist. Mit dem Warlock sein. Zeitlich, du hast ja 10 Sekunden Cooldown auf Curse und nochmal 10 Sekunden dann auf Kill. Oder kannst du direkt nein. killen, nachdem nein, du Curse hast? Nein, du hast eine Sekunde Zeit eine Sekunde. Nach dem Curse. Okay. Okay, gut, dann könnte es auch Warlock sein. Dann kann ich aber... Kira hat sich bewegt in Electrical. Wir waren mit ganz vielen Leuten in Electrical. Viper war da, glaube ich, dabei. Nein, ist nicht richtig. Wer waren da dabei? Ich leicht über Electrical. Ich und bin mein... ganz links. Also wir sind da reinmarschiert ja, mit einem riesen Haufen Leute und die haben sich alle bis zur letzten Sekunde bewegt. Also ich halte die Sheriff-Theorie tatsächlich für am wahrscheinlichsten. Weiß auch nicht. Das Problem ist, ja, gut, halt, die Zeit kann halt keiner. Im Gentleman's Agreement in den ersten 10 Sekunden als Sheriff auf jemanden zu schießen, ist halt, da hatten wir eine riesen Diskussion drüber. Ne, aber das Ding ist halt, es ist in Storage und ich habe direkt reported. Dann doch der Bait, es wäre ja schon doch wieder Bait. Es könnte auch der, wie gesagt, also ich skippe an der Stelle, es könnte natürlich auch der Bait sein. Ich rieche einen Bait, ich rieche einen Bait. Das könnte natürlich nicht ausschließen. Es ist jedes einzelne Mal der Bait gewesen. Es ist immer der Bait. Es ist immer der Bait. Ich glaube, er baitet uns. Oder ich war's. Genau, Kirio. Also, wer hat meine Cora hingelegt? Warte, brauchen wir gar nicht drüber reden. Self-Report, dauerst das? Nein, das ist kein ich bin über die Leiche gelaufen, weil ich irgendwas noch hab nach oben oder gemeint habe, irgendwas ist da nach oben gelaufen, noch und verfolgen wollte. Wo nach oben? Richtung Electrical. Ich bin auch Richtung Electrical gelaufen. Irgendjemand ist noch hinter mir her. Wer war im Baum? Ich war im Baum. Kira und ich, wir sitzen Kira? Auf dem Ast und schauen uns den Sonnenuntergang an. Ja. Kira? Ja, bitte? Warst du alleine schon am Baum? Nein, wir sind zusammen unten von den Wasserrädern hochgelaufen. Ja. Wer war alleine am Baum? Keiner außer uns. Nein, da war vorher einer am Baum. Ich stand vorher noch am Baum. Aha. Olio. Hast du die Cora da abgelegt? Die hat mir nämlich kurz vorher, hat die mir ein Schild gegeben. Und jetzt ja, oh, wie gemein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wo sie liegt. Wo soll sie denn sein? Sie liegt am, da, an wo den, du an Kabel den, gemacht hast. An den vorher. Kabeln, genau. An den Kabeln in Electrical. Ich stand mit Kira und Viper unten Kabel im Boiler. Electrical habe ich nicht gemacht. In dem Moment. Ich habe den Download da, oben, vor, oben ja, über sie, Electrical sie liegt, gemacht. Sie liegt, nein, Kabel in O2. Da liegt sie. Sie liegt an den Kabeln in O2. Ich war mit Kira und Viper unten im Boiler Room, als Camo anging. Mhm. Und dann sind die beiden raus und ich bin nach oben nach oben gegangen und hatte dann den Report-Button auf der rechten Seite vom links. Und sie liegt halt eben an den Kabeln. Und ich bin dann nach oben Richtung links gelaufen, um zu sehen, wer sich nach oben bewegt hat. Ich dachte nämlich, es ist noch ein Vierter mit uns drin gewesen. Vanessa hat hinter dir reportet. Das klingt plausibel. Wo ist Jazz?
Es ist... Okay. Ich wollte gerade tatsächlich Nick für den Kill clearen, weil der mich aus Comms hat rauslaufen sehen und er kam von rechts, was natürlich tolles Timing ist, Nick, dass du jetzt stirbst. Ich gehe mal davon aus, dass er mich als Camo gedingst hat, aber das wäre jetzt zu einfach. Wait a second, zu... wir hätten voten müssen. Ja. Jetzt ah, ja, stimmt, Scheiße. Stimmt, wir waren ja 6. Alter Schwede. Aber ich bin froh, dass das Camo wieder funktioniert. Da bin ich schmerzfrei. Oha. Wow. Also ein Killer muss tot sein, wenn wir 4 sind. Ja. Ja, dann war Nick Evil Guesser, oder? Ja. Das ist dann confirmed, würde ich auch sagen. Aber Moment. Der Nick kann den Kill halt in O2 nicht gemacht haben. Vielleicht haben wir noch einen Jackal drin. Nein. Moment, oder ist drin jetzt, es sind jetzt zwei oder drin tot, gehabt, weiter ja. Und es sind zwei tot, ja. 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 Dann haben wir noch aber einen Jackal. Dann, einzige logische. Entweder ist Nick confirmed Evil Guesser oder es sind drei böse drin und dann bin ich halt Game Over, weil dann bin ich Crewmate und ihr alle seid böse. Was ich nicht hoffen will. Ich bin nicht böse. Ich bin auch nicht böse, mehr sage ich aber nicht. Yay! Naja, theoretisch... Das glaube ich eben nicht. Theoretisch könnten wir... Theoretisch könnten wir jetzt Rollen claimen, weil wir haben ja den Guesser draußen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer jetzt dafür in Frage kommt. Tatsächlich, wir können auch nochmal skippen. Weil 4 und so. Ich meine halt letztlich, angenommen, es sind drei Böse drin, ist eh egal. Dann würde ich halt einfach auch sagen, Shootout, let's go. Dann bin ich halt derjenige, der halt verliert. Ist auch okay. wird halt schon irgendwer gewinnen. Ja. Das Ding ist, ich glaube einfach nur, du stellst dich jetzt gerade wieder als Crewmate dar, weil du auch schon mal gerne deinen Imposter-Mate in Schutz nimmst. Und es war in dem Fall halt ja jetzt der Nick, der sich dann gerade selbst Nein, das ist Thomas' Ding. Thomas nimmt Leute in Schutz. Nee, du machst das auch schon mal gerne. Ich schmeiße gerne die Leute unter den Bus. Aber was auch möglich ist, wenn Viper und Olli Lover waren, oder weiß jemand, dass die getrennt voneinander gestorben sind? Ich habe keine Ahnung, diesmal bin ich nicht sicher. Wenn die Lover waren und Nick Evil Guesser war, Olli der zweite Imposter war, weil der war für den Kill in O2 auf Korasas, dann bleibt nur noch Vanessa. Wolltet ihr eigentlich wissen? Mein Name ist ja schon Dauersass. Ja. Wolltet ihr eigentlich wissen, wo die Leiche liegt oder ist euch das egal? Nö, ich hätte schon gern gewusst, aber. Ja, sie liegt, Audio liegt halt am Button. Ah, okay. Tut mir leid, Jess. Das Ding ist, es war mir halt klar, ich kann an der Stelle gewinnen. Nicht gewinnen. So, ganz kurz, ich würde gerne nochmal eine Runde spielen und nicht nur auf dem Boden liegen, danke. Tatsächlich, ich muss mich bei Jascha entschuldigen, weil ich der erste Kill war. Ich hatte das mit den 10 Sekunden überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber come on, da warst du so free.